Hier ist der Andreas. Hier mal ein kleines Making-of-Video zu dem Halloween-Trailer von 2014. Geöffnet ist hier das Programm von Adobe Premiere Elements. Das ist also so der kleinere und etwas einfachere Bruder vom Premiere Pro. Ja. Und ihr seht hier verschiedene Videospuren, Tonspuren. Und hier sind dann so die ganzen einzelnen Film- und Fotoelemente drin. Das erste, was ich mal machen werde, ist hier diese Tonspuren zu deaktivieren. Denn das ist schon. Ups, nee, die wollte ich eigentlich. Nein, wir wollen sie deaktivieren. So, und die auch noch deaktivieren. Denn sonst ist es nämlich ziemlich nervig, wenn man hier mit der Zeitleiste hin und her streift und dann immer nur diese Musikschnipsel hört. Das ist ziemlich nervig dann auch letzten Endes bei der Bearbeitung, denn die einzelnen Szenen sollen natürlich abgestimmt sein auf die Musik. Also ihr seht schon, ich habe dann auch hier ein bisschen was zusammengeschnitten und das dann so hinbuxiert, dass es dann auch passt. Das Video, oh, übrigens das Bild finde ich selber einer der geilsten Bilder, also hat unglaublich eine Dynamik in dem Bild drin und sehr cool. Zu dem erzähle ich aber nachher nochmal was. Ich muss dazu sagen, ich habe das nicht alleine mit diesem Programm gearbeitet, sondern auch noch mit iMovie vom Apple. Da gibt es so gewisse Vorlagen und die kann man sich dann zunutze machen. Und da ist dann zum Beispiel sowas wie hier dabei, wo so ein Buchrücken aufgeht und das kann man dann beschriften. Und das muss man dann alles aber dementsprechend vorher schneiden. Und ich mache das Ganze jetzt mal ein bisschen größer, damit man die Leisten hier besser sieht. Auch hier wieder dieser Überblendeffekt, dieses Gold-Bronzenfarbene. Das sind immer alles einzelne Effekte, die man dann noch zusätzlich eintragen muss. Ihr seht jetzt hier also im Prinzip schon die Rohfassung, aber auch dieser Effekt hier ist vorher in iMovie vom Apple entstanden. Das ist auch eine sehr coole Szene. Ich habe hier ein Bild genommen, nur mit den Augen und das dann einfach übereinander gelegt. Man sieht es hier, man hat da mehrere Spuren. Ja, und so geht es dann dahin, eben das Video. Und ist dann immer schon sehr, sehr, sehr zeitaufwendig. Das mag jetzt hier vielleicht gar nicht so extrem aussehen, aber das dann richtig abzustimmen und richtig zu schneiden. Also man sieht ja hier auf der linken Seite die ganzen Videos und Fotos drinnen. Und das muss man dann auch dementsprechend erstmal, die Bilder natürlich erstmal vorher bearbeiten. Ganz klar, Lightroom, Photoshop, da sind die Bilder erstmal alle bearbeitet worden. Dann nochmal bearbeitet worden, damit sie irgendwie fürs Video auch zum Teil passen. Also anders bearbeitet, als sie ursprünglich gewesen sind. Auch hier wieder bearbeitet, nochmal mit so ein bisschen Rauch rein und Flammen. Und ja, dann geht es so dahin. Jetzt zeige ich euch mal so zwei, drei kleine Effekte, die ziemlich cool sind. Und war es dieser hier? Nein, das war dieser noch nicht. Dieser hier, na, Bild hängt ein bisschen hinterher durch die Bildschirmaufzeichnung. Na, kommst du? Na, bist du? Ah, er hängt ein wenig, er hängt ein wenig. Gut, ihr seht aber hier mehrere Ebenen. Jetzt haben wir es. Ihr seht hier mehrere Ebenen. Das sind also einmal eine Flamme hier, eine Flamme dort, einmal ein. Fällt mir gerade das Wort nicht ein. Na, hier dieses Gesprenkelte. Jetzt. Wie heißt es jetzt gerade nochmal? Naja, so Lichtfunken halt. Und dann auch wieder die Augen reingemacht. Und ja, sieht eigentlich ganz cool aus, so dieser Effekt. Dann auch nochmal mit der Schrift. Und genau, dieser Effekt hier. Denn da habe ich jetzt nochmal dasselbe Bild wie hier genommen. Allerdings ist mir aufgefallen, der kam dann bei der Bearbeitung in Photoshop. Ich habe hier an einem Regler gedreht und zwar irgendwie, fragt mich nicht mehr Leute, an der Belichtung oder irgendwas an der Farbe. Und dabei ist dann so ein cooler Effekt entstanden, dass die Augen vorher eben ersichtlich waren und der Mund und eigentlich sonst eine relativ weiße Maske oder ein weißes Bild. Und je mehr ich den Regler geschoben habe, das habe ich dann über eine Bildschirmaufnahme gemacht. Wurde das Bild dann immer dunkler und immer kontrastreicher.
auch den Nebel bzw. den Rauch hier nachdrücklich oder im Bild eingefügt. Ja, wurde also immer dunkler und kontrastreicher das Bild, bis dann auch der Wolkeneffekt durch diesen Effekt wieder zustande gekommen ist mit der Einblendung von Halloween und am Schluss dann auch nur noch hier die Augen tatsächlich rausstehen. Und ich selber finde den Effekt ziemlich geil. Kann man sich mal anschauen. Sieht schon richtig nice aus. Ja. Gut, das soll jetzt kein allzu langes Video sein. Ihr seht schon selber, es geht dann so weiter und so weiter und so weiter. Weiter hinten haben wir dann noch mal ein paar Bildchen. Das ist noch ein bisschen kleiner. Ja. Und das sind dann noch mal die einzelnen Bilder, die vorher nur grob bearbeitet worden sind, die dann eben noch mal speziell bearbeitet worden sind. Also, ja. Ah, da ist noch ein cooler Effekt, ist noch dabei. Sehe ich gerade, den muss ich euch noch mal zeigen, bisschen größer machen. Und zwar hatte ich, wo war es jetzt? Hier war es. Da hatte ich das Bild, nein, nicht dieses hier. Das war in Schwarz-Weiß, habe ich das gemacht und ich habe dann hier einen Übergang gemacht. Dasselbe Bild dann nur in Farbe rein und dann auch noch mal im Hintergrund hier vom Markusplatz, vom Venedig Bilder mit reingearbeitet. Ja, und so ein bisschen im Style eines Kinoplakates gemacht und als Vorlage ist mir dann so Bram Stokers Dracula eben ja, eingefallen. Ja, ein sehr cooler Effekt. Ja, und habt ihr mal gesehen, wie sowas ausschaut. Also ist dann doch immer relativ aufwendig und da stecken dann ein paar Stunden Arbeit mit drin. Ja, das war's dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so ein kleines Making-of, wie sowas dann hat. Vonstatten geht und aussieht. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben und im günstigsten Fall teilt es mit euren Freunden. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Ciao!